Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2015. Ja, wie man an meiner Stimme hört, ich habe total die geile Laune. Ja. Es ist echt, ich könnte feiern, könnte ich. Ist das schön. Ja, erstmal ganz kurz, was machen wir hier überhaupt heute und jetzt und hier und jenes? Wir fahren mit 218er bis nach Lettematt. Lettematt, ich sage immer Lettematte. Lettematt. Und haben dann da 5 Minuten Aufenthalt. Das ist eine Raucherpause. Und dann fahren wir mit dem Wittenberger Steuerwagen nach Finnentrop. Ja, große Überraschung. Wir fahren heute mit dem Wittenberger Steuerwagen. Der eine oder andere wird es ja sicherlich über Facebook schon mitbekommen haben. Das ist meine neue Lieblingsgarnitur. Ja, der 648er, der ist jetzt abgeschrieben. Jetzt kommen erstmal so 10 Let's Plays mit der Zuggarnitur. Nein, war ein Spaß. Das will ich euch nicht antun. Wobei 218er immer noch eine schöne Lok ist. Ja, wir fahren mit Siefer PZB, alles was das Herz begehrt, auf Hagen 7 V3. Ja. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Hagen 7 V3 funktioniert jetzt bei mir einwandfrei. Ich hatte da ja so meine Probleme, ne, mit dem Editor. Also ich konnte zwar in den Editor rein, konnte ein Szenario bauen, aber wenn ich einmal rausgegangen bin und wieder rein, dann ja, war alles schwarz. Ja, das war schlimm. Ja. Aber das gehört jetzt zur Geschichte an. Ich würde jetzt fast ein bisschen was reininterpretieren, aber ich bin da so ein bisschen am Überlegen, ob ich da jetzt hier so ganz offen und ehrlich über das Thema reden soll. Egal, ihr wisst es ja sowieso schon. Zumindest die, die von Facebook kommen hierher und zugucken, die wissen es sowieso schon. Ja, der Let's Plays mit Stefan hatte einen klitzekleinen Sandkastenstreit mit einer gewissen Firma. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, um Gottes Willen. Das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Böse, böse, böse. Böse. Jetzt haue ich mir auf den Mund. ja. Nein, es gab da so ein paar Differenzen, Meinungsverschiedenheiten, und ihr wisst ja selber, ja, Meinungsverschiedenheiten, ne, das ist ja bei GBE ist das ja ganz schlimm. Ah, ist das schön mit diesem Soundboard hier, über das Husten hier einzufügen. ja. Und ja, daraufhin gab es im Teil diese Meinungsverschiedenheiten, und damit ist jetzt vorbei, denn ich werde so etwas nicht mehr dulden. Ich lasse mich doch nicht ausnutzen. Egal, es hat auch seine positiven Sachen. Nämlich, ich durfte nämlich den Train Simulator komplett neu auflegen, ja, also neu installieren. Warum auch immer, also ich weiß es nicht. Das kam ganz urplötzlich, ja. Ich habe Strecken deinstalliert von einer gewissen Firma, ja, dessen Namen hier nicht genannt werden will, darf, möchte. Und ja, da durfte ich den Train Simulator neu installieren. Ne? Ist ja, was für ein Zufall ist das ja hier. Sage und schreibe, ne? Das glaubt mir kein Mensch. Und ja, nachdem ich das ganze Ding neu installiert habe, läuft jetzt Hagen 7 flüssig denn je. Wie man sieht, ich habe jetzt auch keine FPS-Einbrüche mehr. Liegt wahrscheinlich wohl auch daran, dass ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm verwende. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir so sehr. Das ist schon wieder so aufregend für mich. Meine Nerven liegen jetzt schon wieder blank. Und ja. Dann hat es natürlich noch was Negatives und was Positives, diese ganze Aktion hier. Und zwar, es tut mir sehr leid, euch das jetzt zu sagen, aber das Projekt Hagen 7 1960 ist erstmal komplett auf Eis gelegt. Aber komplett. Komplett. Ja, weil die ganze Strecke weg ist. Die Schuld kann ich leider nicht irgendwen anders in die Schuhe schieben. Ihr wisst ja, das mache ich ja total gerne, ne? Schuhe schieben. Nein, Schuld schieben. So rum. Nicht Schuhe schieben. Doof. Weil ich hätte einfach ein Backup machen müssen, und den habe ich nicht gemacht. Und ja, somit war die Strecke weg. Aber sehen wir das als Neustart und als Geschenk Gottes. Ich habe jemanden kennengelernt, der mir das erklärt hat mit dem IPEK.
Und ja, wie das Ganze funktioniert. Und ich kann jetzt endlich die Maps-Karte in den Train Simulator laden. Und ja, haha. Ihr wisst jetzt, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Ich glaube, ich erfülle meinen großen, großen Traum. Werde mich da wirklich mal... Also das ist jetzt kein Versprechen, ja? Also bitte, bitte nicht irgendwann, wenn irgendwas schief geht, bitte nicht dann sagen, du hast es aber versprochen, ja? Nein, habe ich nicht. Ich werde mich damit jetzt intensiver beschäftigen, eine eigene Strecke zu bauen. Und mir schwebt da auch schon etwas Einfacheres vor. Das ist eine zum größten Teil eingleisige Strecke. Zum größten Teil. Es ist eine eingleisige Strecke. Und zwar von Braunschweig bis nach Salzgitter-Lebenstedt. Das wird der erste Teil sein, den ich bauen werde oder versuchen zu bauen. Dann natürlich die Abzweigstelle nach Salzgitter-Bad, Salzgitter-Ringelheim und dann durch bis nach Seesen. Ja, mal gucken, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Ich muss gucken. Und die Strecke, ja jetzt kommt's, für den 628 von Braunschweig nach Goslar. Habe ich mir so kurzfristig jetzt gerade überlegt. Ich denke, die werde ich auch noch mit reinnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt noch kein Versprechen. Das ist noch nicht hoch und heilig. Das ist noch nicht felsenfest. Also ich bin da auf jeden Fall dran, das Ganze hinzukriegen. Ich bin natürlich auch auf andere unter Hilfe angewiesen. Ah, brems, brems, brems. Da hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Es tut mir leid, wenn ich mich ab und zu ein bisschen verbremse, aber die 218er bremst mit diesem Wittenberger Steuerwagen extrem scheiße. Ah, halt doch an, du Luder. Bringt nichts. Na komm, aber wenigstens mit dem letzten Wagen an der Warnsteigkante. Komm, sei brav, sei brav. Nein. Nein, geh nicht ins Licht. T? T? Ich kann kein T drücken. Warum kann ich kein T drücken? Ist doch eine Tür dran. Ach Mann, das ist doch zum Mäusemelken. Ja, ich werde jetzt nicht nochmal von neu anfangen mit dem Let's Play, weil es passiert mir jedes Mal an diesem blöden Bahnhof. Jedes Mal. Mit 648er passiert mir sowas nicht, aber mit 218er ist doch unglaublich. Wir fahren jetzt einfach weiter, ist jetzt schnurzpipigal. Wir machen jetzt mal kurz die Augen zu, ne? Alle machen jetzt die Augen zu und dann stellen wir uns vor, wie ich jetzt da schön angehalten habe. Ja, die Fahrgäste sind jetzt eingestiegen und wir fahren weiter. Da seht ihr mal, was so eine Simulation alles machen kann, ne? Also, hohoho, 60. Haben wir gesehen, bestätigen wir auch, weil das Signal ja nicht sieht, dass wir es gesehen haben. Das ist so ungefähr wie, ich sehe dich nicht oder so. So. Aber wieso sehe ich denn jetzt nicht so in die Ferne? Oder ist das Nebel? Liegt das am Wetter? Kann das sein? Also irgendwie so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Ah, es liegt bestimmt am Wetter, aber das soll Nebel darstellen, denke ich mal wohl, ne? Ist ja schön, dass ich noch nicht mal mein eigenes Szenario erkenne. Ah, 60! Ah, nein! Komm, brems ab, du Luder! Ah, schön, geht doch. Herrlich. Dankeschön. Achso, hätte ich gar nicht bestätigen müssen, war ja Einfahrt. So, jetzt kommen wir hier nach Lettematte rein. Da haben wir eine Raucherpause. Ja, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Wir haben eine Raucherpause in Lettematte. Ja. Und dann hier auch nochmal der Hinweis. Ach man, warum muss ich das eigentlich machen? Warum? Hm? Liebe Kiddies unter 18 Jahren, Rauchen ist nicht gesund. Ja, bitte nimmt mich nicht als Vorbild. Danke. So, haben wir das Ding auch erledigt. Ist ja so mit 17, 16, da kann man ja nicht für sich selber entscheiden, ne, was man will. Das ist ja... Ah, das ist ja... Ah, lustig, worauf ich da schon wieder anspiele. Oh Mann, ey, ich sollte mich echt schämen. Ab in die Schäme-Ecke hier. Ah, so, 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 so. Ja, aber nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also ihr wisst ja sowieso schon, worum es geht, ne? Aber mal ganz im Ernst. Also, naja. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte auch bitte keine Kommentare darüber unten lesen. Bitte nicht. Ihr dürft von mir aus alles gerne tun und lassen, was ihr wollt. Aber bitte keine Beleidigung und nicht dieses Anspielen darauf. Danke. So, wir wechseln jetzt zum Führerstand. Nicht Escape F1. Nee, den wollen wir nicht. Den wollen wir. Ja, und so sind wir hier
im Führerstand vom Wittenberger Steuerwagen. Sehr schön, ja, den kannte da noch nicht, ne? So sieht das ganze Ding aus. Jetzt wieder das Spitzlicht im Eimer. Ach, ist ja herrlich. Ist ja herrlich, 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 herrlich. So sieht der ganze aus. Der kommt von Trainworks. Den downloadet ihr, aber dafür braucht... Habt ihr das eben gerade auch gesehen? War ja ein bisschen komisch, ne? Der kommt von Trainworks. Und ja, dazu braucht ihr den Dosto-Steuerwagen von DTG, also von Steam. Ich weiß nicht, kommt der jetzt von DTG oder von RSC? Also, er kommt, nein, falsch, erklärt. Er kommt von VR, aber wird über Steam verkauft, ne? Also die einfache Variante. So, wir stehen schön draußen und können eine rauchen. Ist das nicht herrlich? Und es regnet, ich werde nass. Und ja. Ja, also wie gesagt, damit werde ich mich jetzt echt beschäftigen mit Streckenbau. Weil ich will diese Strecke wirklich haben, weil sie ist einfach sehr schön. Man kann, es ist wirklich eine schöne Nebenbahn, ja. Man kann mit 628er da sehr schön drüber fahren. Ja, zum Beispiel das Streckennetz, Braunschweig-Goslar wurde ja noch vom 628 wurde ja noch bedient, ja, genauso wie Braunschweig-Bad Harzburg im 2-Stunden-Takt, ja, wurde auch noch gemacht. Jetzt fährt ja Eriks hier, aber man kann ja sagen, ne, es ist noch Stand 2014 oder so, mal gucken. Dann kann man schön mit dem 648 von Braunschweig über Salzgitter, Bad Salzgitter, Ringelheim nach Seesen und dann weiter nach Northeim. Ob ich bis Northeim baue, ist eine andere Sache. Also da muss ich erstmal gucken, wie das alles läuft. Ne? Wenn das natürlich gut läuft, dann klar, dann ziehe ich gleich durch da. Aber ich denke mal wohl einfach, es ist eine schöne, einfache Strecke, weil sie ist eingleisig. Sie reicht mir erstmal zum Üben. Ja? Und ja. Dann schauen wir mal. So, da kommt was. Eine 143 mit Dostos, mit De Östes. Ah, sieht cool aus. Hui, 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 hui. Ich finde den Sound von TTB, ich finde den so geil, ja. Das ist echt der Hammer. Also die, die mich ja auch bei Facebook haben, ne, die wissen ja, dass hier der Zug hier, der da, der, genau der, das ist mein neuer Lieblingszug, also meine neue Lieblingsgarnitur mit 218er oder mit allen möglichen Krimskram hinten dran. Von mir ist kann da auch eine 100 Helf hängen, das ist mir egal, Hauptsache Wittenberger Steuerwagen. Ich mag den, der ist so vom Sound her, ist das nicht nur, dass er hier in Goslar auch gelaufen ist, sondern einfach so vom Sound her ist es so real. Deswegen sage ich ja, jetzt wenn wir den Wittenberger Steuerwagen fahren, werde ich ein bisschen nicht so häufiger reden, weil er sehr laut ist. Aber meistenteils ist echt schön. Also wir werden auch ein bisschen in der Außenperspektive fahren, in der Kameraperspektive 2. Da werden bei uns ein schönes Plätzchen suchen. Weil der hat wirklich so einen geilen Sound. Oh. Es ist herrlich, 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 herrlich. Nein, ich bin nicht verliebt. So, jetzt haben wir gleich Abfahrt. Müssen wir uns ein bisschen beeilen mit der Zigarette. Wird nämlich kalt draußen. Aber so, der Zug ist wirklich empfehlenswert. Also ich finde ihn schön. Ich weiß jetzt nicht, Meinungsverschiedenheit, ne? Es gibt halt Leute, die sagen, oh, der muss das haben, das haben, das haben, das haben. Und dann gibt es halt so einer wie mich, den kannst du hier eine Drasine hinstellen, der freut sich wie ein kleines Kind darüber, ja. Ich habe keine großen Ansprüche. Das erklärt jetzt auch, warum ich... Egal. Wir kommen wieder auf das alte Thema zurück. Verdammt. Egal. Ja.
Aber ist das echt lustig. Also es ist wirklich lustig, echt. Es ist... Naja, so. So, wir werden jetzt mal laufen. Weil ich möchte euch nämlich was zeigen. Weil nämlich die Wagen, also ihr könnt nicht die von TTB, die 218er hinten dran hängen. Aber hört mal. Oh. Ist natürlich total toll. Aber man muss das ein bisschen beachten. Also im Fahrplan mit 60 rechnen oder mit 40. Und dann geht das. Jetzt hier den vollen Ausfahrtsound hier. Dran. Ah, toll. Jetzt kommt die und macht hier so einen Radatz oder was. Ah, jetzt den schönen Sound. 218er am Zugschluss. So, und jetzt hier schon von außen fahren wir die Kiste. Ich hoffe, man hört jetzt meine Stimme noch ein bisschen. Wenn ihr mich jetzt noch auch noch versteht, wir werden das jetzt so machen, bis Altena werde ich jetzt erstmal sein, ne? Und ein bisschen Fahrt genießen und dann werde ich so ein bisschen mal die Kameraperspektiven wechseln. Oh, hier schön leise. Ah! Der hat AA am Fuß. So, das ist der Führerschein und ihr seht schon, ja, ihr habt mich jetzt enttarnt, ne? Naja, PZB, sie verleuchtet überhaupt nichts. Naja. Ja, weil ich das ja jetzt mache hier mit Zugschluss und allem, deswegen eine Kurvenwolle. Was für ein Sound. Oh, Debüt.
dieser Sound, ja. Ist echt herrlich. Oh, nein, keine FPS-Einbrüche. Hallo, was ist denn jetzt los? Jetzt ging das so gut. Jetzt auf einmal fängt er wieder an, oder was? War jetzt auch hoffentlich nur das eine und das letzte Mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Wittenberger Steuerwagen kann ich doch ein bisschen besser bremsen. Ich erfinde neue Wörter hier. Als mit hinten, mit der Lok, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, jetzt gucken wir aus dem Fenster. Serviceblick nennt man ja sowas. Ne? Muss ja gemacht werden. Das kann ja Leben retten. Einen Schluck trinken. Da 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 da. So, jetzt gehen die Türe zu. So, Ausfahrt haben wir ja. Ja. Oh, dieses Knatschen. Oh. So, Schnucki da hinten, mach mal ein bisschen Dampf jetzt hier. Werde aber flach stellen, alter Schuh. Das finde ich auch bei dem 628 so toll. Der hat ja richtig flach stellen, ne? Alter, der geht ja putsch, putsch, putsch. Oh, kaum macht man ein Let's Play, hat man gleich 80.000 entgangene an. Schlimm, wa? Wer das jetzt nun war, das könnt ihr euch jetzt denken, oder? Nein, es war nicht mein Freund. Es war jemand, den ihr auch kennt, glaube ich. Die Insider werden ihn kennen. Den lieben Train Driver. Schön, dass jetzt sein Anruf hier mit dem Let's Play drin ist. Herrlich, herrlich, herrlich. Fahren wir wieder ein bisschen zu schnell.
schnell, dann fahren wir zu langsam. Schlimm, schlimm. Mal hier aus dem Fenster. Der andauernd jetzt hier runter. Was soll denn der Mist? Warum in Vaters Namen tust du das, Train Simulator? Was hat der sonst hier gemacht? Warum ist man jetzt runter hier? Was ist das schon wieder für ein Let's Play hier? Hä? Stoppt hier schon wieder. Das macht ja der Stefan mit Absicht hier. Schlimm. Böse. Echt böse hier. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite, wann kann denn das liegen? Einstellungen sind auf hoch. Neues Aufnahmeprogramm. Egal, wir ziehen jetzt das Let's Play durch. Lieber so ein Let's Play hochladen als gar keins. Ich bitte da natürlich um Verständnis, es tut mir sehr leid, dass ich momentan diese technischen Schwierigkeiten habe. Ich glaube, mein Rechner, der möchte mal gerne aufs Fenster fliegen. Das wollte der, glaube ich, schon immer mal machen. Ich jetzt auch mal eine andere Perspektive. Alles muss man selber machen mit dir. Alles muss man selber machen. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Habt ihr eben gerade gesehen, die 101 hatte kein Licht an. Was sagt uns das? Der liebe Stefan hat was vergessen zu installieren, nämlich das Update von TTB. Aha, guck einer an, das ist so, ja, dann ist auch klar hier, dass ich hier keine Tropfen und alles, ah ja. Ist klar.
Egal, ja, machen wir jetzt nach dem Let's Play, mache ich das. Installation von dem Update mit dem Licht. Das tut mir jetzt wirklich richtig leid. Also ich meine, das hat jetzt nichts mit Vorbereiten oder so zu tun, sondern es ist einfach wirklich, ich habe es einfach im Eifer des Gefechts vergessen. An dieses blöde Update, dass das Licht funktioniert. Klar, deswegen geht auch bei uns am Steuerwagen das Licht nicht. Okay, klar, leuchtet ein. So, Ausfahrt haben wir. Jo, haben wir. Ein bisschen 218er Sound hier. Gleich nach dem Tunnel weiter. Mit dem 218er Sound. Aber wenn, dann müssen wir schon hier original machen. Hier, wenn Sie denn schon. Warte, wo ist das Fenster? Das Fenster. So. Sieht fast wie in echt aus. Aber wirklich auch nur fast. Geschwindigkeiten halten ist das Ding ja wirklich, oh je, so ein Studium belegt haben, um sowas zu können. Ja, und auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Ahnung habt vom Streckenbau, wie man zum Beispiel so eine elektrische Weiche setzt oder sonst irgendwas, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden, ja, und mich da unterstützen. Das ist wirklich, würde mir sehr helfen, weil wie gesagt, ich habe mich so mit dem Editor Streckenbau noch nie beschäftigt, aber ich will das unbedingt machen.
gesagt, es ist eine schöne Strecke, eine einfache Strecke. Also von daher... Also ich mag die Kiste wirklich. Ich mag den Wittenberger Steuerwagen. Der ist nicht schlecht. Er ist zwar laut, aber ich finde ihn toll. Jetzt wieder Licht an. Ist ja komisch. Natürlich wieder aus dem Fenster. Wobei wir können ja nochmal 218er Sound hier genießen. So, so würden wir jetzt hier aus dem Fenster gucken. Ne? Kann man das eigentlich so einfach machen, so einen Wagen mit einer neuen Ansicht bestücken, also mit einer neuen Kameraperspektive, dann könnte man das ja eigentlich so einfügen, dass man quasi den Wagen so macht, dass man eben halt aus dem Fenster guckt. Ja. So, jetzt geht's auf die große Zielgerade zu für den Trop. Oh, 70. Ups. Ach Mensch, 70, nicht 60.
Zug an uns vorbeirauschen lassen. Ach ja. Ja, ja.
So, und jetzt sind wir auch gleich im Finnentrop, wo das Szenario endet. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich Ahnung habt vom Streckenbau, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Denn ich denke wohl, als alleiniger, blutiger Anfänger wird das echt schwer. Ja, wenn euch das Szenario gefallen hat und auch das Let's Play, dann Däumchen nach oben, ne? Denn das hilft mir sehr und zeigt mir, dass ich noch immer noch auf dem richtigen Wege bin. Könnt auch gerne in die Kommis reinschreiben, Anregungen, alles mögliche, nur bitte keine Beleidigungen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht sogar schon mit einem kleinen Filmchen von der neuen Strecke. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich will da noch nicht zu viel Großes versprechen. Aber ich denke mal wohl, ich krieg das schon geschustert. Und ja. Ja, so, da haben wir unseren letzten Halt auch erreicht. Huch, was denn jetzt? Ups, was? Nein, ich wollte schon gerade sagen, was war denn das jetzt? Tut mir leid, sorry. So, ja, ich würde sagen, bis dahin, ne, bleibt gesund und munter. Und ja... In diesem Sinne sage ich dann schon mal tschüss. Sobald der rote Streifen dann auch weg ist. Ach ja, da, noch warten.
Yay! Und, haha, wer kann lesen? Tada! Haha, schön, oder? Gut, bis dahin, macht's gut und tschüss.